Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur Adobe Live Masterclass an diesem wunderbaren Mittwoch. Mein Name ist Julia Zieger, ich bin heute euer Host, meinerseits Grafikdesignerin und Illustratorin, und ich freue mich ganz besonders, denn ich habe heute hier einen fabelhaften Gast. Ich freue mich ganz herzlich, dich willkommen zu heißen, Christoph Grünberger. Hallo. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und wir werden gleich starten, dass wir auch durchkommen in 1,5 Stunden. Ja, ich weiß, du hast viel vorbereitet. Bevor es gleich losgeht, liebe Leute, wenn ihr auf YouTube zuschaut, dann könnt ihr rüberkommen zu behance.net/live/de, denn da ist unser Chat, da sind noch andere kreative Leute, die ihr kennenlernen könnt, und vor allem könnt ihr da Christoph eure Fragen stellen, die ihr bestimmt bald haben werdet. Und ich sag mal kurz Hallo an alle lieben Leute, die schon da sind. Da ist die Melanie. Christoph, die kennst du ja auch schon, die war mit bei dir bei deinem Off-Interview. Hallo. Doris ist da, Stefan ist da, Heiner ist da, grüß dich. Heiner sagt Moin aus Berlin, Russell ist da, Christine ist da, Sean ist mit dabei, Tim ist natürlich hier hinten bei uns Backstage mit dabei. Christoph, ich möchte ganz herzlich sagen, Bühne frei für dich. Vielleicht erzählst du uns mal kurz, für alle, die dich noch nicht kennen, wer du bist und was du so Schönes machst. Ja, ich bin eigentlich Art Director und nebenbei Autor verschiedener Publikationen, weil das hat ja der berufliche Prozess eigentlich immer mit sich, dass man so ein Deep Dive braucht in bestimmte Themen oder Thematiken, die gerade aufpoppen. Und das ist so mein Steckenpferd, dass man sich eben mit so momentan algorithmusbasierten Gestaltungsprinzipien Okay, beschäftigt mega und spannend. in 2 Publikationen auch gießt. Und heute schauen wir uns an, zum einen das Buch Analog Algorithm. Das basiert auf dem Werk Designing Programs von Karl Gerstner und zeigt eben so Techniken zur Entwicklung neuer Formen, Schriftarten, Muster und Signets. Hierzu springen wir ab und zu in den Adobe Illustrator und schauen uns verschiedene Techniken an. Das zweite Buch ist The Age of Data. Hier habe ich 40 internationale Künstler und Designer Wow. interviewt, um ihre Werke vorzustellen und auch den Prozess, der dahinter liegt. Also von der Ideenfindung über die Realisation bis hin zum fertigen Werk. Hier werden wir kurz im InDesign anschauen, wie man so einen 400-Seiter aufbaut und welche Überlegungen zum Layout ja getroffen werden müssen. Lauter berühmte Leute da auf deiner Liste. Tina Tuli, wow, Florian Renner, sehr cool. Ja, genau, und das Vorwort bin ich sehr stolz von Ian Anderson, hier ein kleiner Ausschnitt. I'm somewhere between happy and happier when my data is data and when one plus one. Zero. Sehr cool. Hier trifft er natürlich so den Nagel auf den Kopf, weil dieser Satz beinhaltet quasi so eine designhistorische Bestandsaufnahme, die uns jetzt auch in die beiden Bücher gleich einleiten wird. Und er beschreibt ja auf der einen Seite so diese Bewegung aus der konkreten Kunst vom Beginn des 20. Jahrhunderts über die Verweigerung der Logik im Dadaismus, welche auch so diese Zufälligkeit und die Antikunst und das Mathematische forciert hat, was wir ja heute auch in der algorithmusbasierten Kunst auch immer sehen, so Joshua Davis oder Zach Lieberman, wo diese Randomness auch einen großen Einflussfaktor hat. Ah, okay, cool. Also das ist nochmal so zum einen Stieg Karl Gerstners Arbeit, der Designmeilenstein von 1964, wo er in 4 Aufsätzen Anleitungen zum Beginn eben des Computerzeitalters erstellt. Und besonders spannend ist es eben jetzt so auch vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen. Designing programs means a method and an approach. There are several solutions for each problem and one of them is the best. Unter bestimmten Rahmenbedingungen. Also hier mal zum Beispiel, das ist die gotische Kirche, an der er morgens immer vorbeimarschierte. Und diese 15 Bilder
von den verschiedenen Fenstern, die lassen zunächst vermuten, dass die alle gleich sind, aber die verfolgen ein bestimmtes Programm, also eine Anleitung und somit auch einen Algorithmus. Ein weiteres Beispiel ist eben so diese Morphologie, die er hier zeigt bei der Unterteilung des Quadrats. Und diese Durchführung, die führt auch sehr schnell zu einer unvorstellbaren Anzahl an Lösungsmöglichkeiten. Und genau hier bin ich dann eingestiegen mit dem ersten Buch Analog Algorithm im Lars Müller Verlag. Kam dazu, dass Lars zu der Zeit 2019 ein Faksimile-Druck von Gerstners Originalwerk auflegte. Und mein Buch war dann so eine zeitgemäße Interpretation dieser Regeln oder Anweisungen aus der Designpraxis. Hier geht es dann eben vor allem darum, dass man verschiedene Grids ableitet aus unterschiedlichen Sourcen, also Quellen, sei es jetzt Objekte oder Bilder. Und die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, sieht man hier schon im Umschlag, Wahnsinn. bieten quasi eine unendliche Anzahl von Möglichkeiten. Und jetzt schauen wir uns kurz einen Clip an, der sozusagen so dieser Marketing-Reel war von diesem Buch, der aber auch so dieses Narrativ transportiert, welches eigentlich maßgeblich ist für das gesamte Layout, weil für jedes Buch, für das Layout braucht man so grundsätzlich so eine Idee, was will man damit tun und was soll das Ganze auch bewirken und was muss es können. Und so, dieser Film von Florian Renner, der auch im Buch The Age of Data vertreten ist, ein 3D-Wizard aus München. Wow. Wir erzählen jetzt hier die Geschichte, die ziemlich angelehnt ist an Stanley Kubricks 2001 Space Odyssey. Die Idee war, dass damals zu der Zeit 1968 oder so, eben diese ganzen auf dem Set befindlichen Computermonitore, die waren ja Diafolien, die hinterleuchtet waren. Also es Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. war quasi die Vorstellung eines Computers. Und dieses Motiv taucht uns in dem Zeitraum auch in der Kunst häufiger auf. Und somit war es eigentlich schon klar, dass man die gestalterische Idee hat, eines Algorithmen erklärenden, analog Algorithm heißenden Buchs sich hier zu bedienen. Die Idee war dann auch, jede Seite so zu layouten, sie aussieht wie so ein Freeze-Frame von einem 2001er Monitor. Und zu der Zeit war es auch so, dass Tim Hutchinson zusammen mit Paul McNeil diese Schrift, Sentinent heißt die, neu aufgelegt hat für die Kubrick-Ausstellung London. Somit schließt sich dann eben der Bogen, dass man in diesem Layout-Prinzip konzeptionell eigentlich alles
von allem ableiten kann. Und daraus kann man dann eben die ganze Geschichte erzählen. Genial. Melanie sagt auch, wow, so ein guter Film zum Buch, der war wirklich unglaublich, der Film. Also, Ja. als wäre dein Buch quasi lebendig geworden und es sind jetzt 3D. Ja, das ist so mit die konzeptionelle Umkehr, dass die ganzen Seiten im Buch wie Freeze-Frames aus den Monitoren aussehen, im Print. Und sobald man ins Animierte geht, wie jetzt auf der Webseite, die sehen wir uns Ja. später noch an, oder eben so diese ganzen Social Media Posts, werden diese Freeze-Frames dann eben zum Leben erweckt, dass wir irgendwie so diesen Twist reinbringen. Das ist ja eine unglaubliche Arbeit, das auch alles zu animieren. Allein deine Website hat mir ja, da stand mir ja der Mund offen, weil jede Grafik ist unglaublich aufwendig animiert und sieht fantastisch aus auch. Ja, hier wurde auch das Prinzip des Analogen in Anführungszeichen weitergetragen, da die Grafiken eben alle als GIFs exportiert wurden im Photoshop und somit Ah, eben okay. keine Animation im richtigen Sinne stattfindet. Und genau wie Karl Gerstner hat sich auch Vera Molnar in den 1960er Jahren damit beschäftigt, to really process my research series systematically. I first used a technique called Machine Imaginaire. Also sie hat sich einen Computer vorgestellt, was würde oder wie würde der eben Grafiken erzeugen. Und hier sieht man ein Beispiel. Sie hat dann eben so Linien gezeichnet und nannte das auch so quasi Linienweben. Also Yeah. das übersteigert ja das Analoge noch mal mehr. Wenn man sagt, ich webe mit dem Bleistift Linien, die Ja. aus dem Yeah. Computer errechnet wurden. Und genau dieses Prinzip habe ich mir dann auch zu eigen gemacht. Ich habe mir auch vorgestellt, einen Computer zu haben. Und mein Dogma war dann eben auch alles analog zu machen. Also das ganze Buch ist dann eben im Illustrator entstanden. Es gibt Ja. keine GitHub-Backdrops, wo man sich das Ganze nochmal runterziehen kann. Und es ist auch so, dass man den User oder den Leser dadurch auch mehr motiviert, weil du hast eine ganz niedrige Flughöhe, um hier einzusteigen. Also du brauchst jetzt keine vorgefertigten Assets oder Programmierkenntnisse, sondern du bekommst einfach so einen Baukasten für rasterbasiertes Design und entsprechende Anleitungen dazu. Und die Vorarbeit zum Buch, die sieht so aus: fährst mal zum Obi und kaufst dir 2 Quadratmeter Platten Holz. Und aus denen habe ich dann so einen Kubus eben mit diesen Gewindestangen gebaut und habe mal versucht, wo komme ich hin, wenn ich dann, müsste da 300 Meter Nylon eben spanne. Und Oh, ziemlich schnell ergibt sich hier auch ein Prinzip, ne, dass du von jedem oberen, das war Nägel, von jedem oberen Nagel zu jedem unteren eine Linie ziehst. Und je genauer und vollständiger eben so diese Definitionen dann sind von den Kriterien, desto stärker wird dann auch der Prozess. Und das war so zum Beispiel so die erste Doppelseite im Buch, die entstanden ist mit dieser Technik von Vera Molnar. wie cool. Und dazu Oh, wow. Hilfenahme von, also ich habe das Weben noch mal mehr gestresst, auch durch diese Fäden. Ja. Und das können wir uns jetzt ruft mich gerade die Melanie an, weil ich kann jetzt gerade nicht hingehen, ich muss noch was erzählen. Genau, das werden wir dann hier. So sieht das Ganze dann im Illustrator aus. Wahnsinn. Oh, das ist einfach auch so wunderschön. Und prinzipiell, wenn wir das kurz aufbauen, dann habe ich hier einfach eine Kugel und eine Linie, die ich kopieren kann. Hoffentlich schaffe ich es jetzt. Dann mache ich hier so diesen Verlauf. Bisschen viel, gehen wir auf 10. Dann machen wir das umwandeln.
Ja, genau, jetzt wird es tricky. Jetzt muss man sich hier diese Dinge nehmen und umgruppieren. So, dann dupliziert man diese Teile hier, schiebt es mal da hoch. Und dann richtet man das aus. Oh, das ist so cool. Also ich kenne ja all die Funktionen in Illustrator, aber so habe ich noch nie Design entworfen. Das ist ja total genial. Ja, das Gute ist, dass man auch hier so diese Punktausrichtung hat. Dass man hier mit dem A direkt Auswahl auf diese Punkte eben geht. Die einen Punkte dieser Linie, die anderen bleiben gleich. Ich kopiere mir dann eben dieses ganze Bündel hier Ja. als Master und gehe dann eben hier in die Mitte von diesem Kreis, dann setze ich es wieder ein. Das Spannende ist, dass es sogar hier noch aussieht, wie als würdest du weben. Ja. Ja, das funktioniert halt total intuitiv. Du kannst jetzt hier die Anzahl oder die Länge oder was auch immer beliebig verändern oder auch die Strichstärke, was auch dazu Ja. führt, dass das. Und wenn man jetzt so diese Hälfte hat, dann transformiert man es einfach, indem man es in der Mitte spiegelt. Jetzt haben wir eins vergessen. Aber so ungefähr funktioniert dieses Prinzip. Genial. Und wenn ich jetzt so diese mir vorstelle, ich klappe dann meine Box auf, dann habe ich ja an jeder Seite meiner Box so die Seitenwände. Dann komme ich ja hierher und das ergibt dann in sich auch schon so eine schöne, fast schon elliptische Form, Ja. die sich daraus ergibt. Oder du kannst es dann nochmal 45 Grad drehen. Ja, Das ist cool. alles innerhalb von 5 Minuten eben im Illustrator. Und das ist der Vorteil daran, dass bevor ich ins Programmieren gehe, kann ich mir dann erstmal überlegen, in welche Richtung und was macht überhaupt Sinn, oder weil durch dieses auch von Gerstner beschriebene, dass diese Anzahl an Möglichkeiten so groß wird, da wird ja der Gestalter auch selber so zum Kurator und muss auch schauen, wo macht das Ganze noch Sinn und wo ist die Idee dann schon lost. Und das berücksichtigt ja auch, dass man als Gestalter oder Gestalterin immer noch selbst ein Mensch ist und eben nicht in Daten denken kann, sondern eben eher ein visuelles Tier ist, ja. Und das hilft Ja, genau, einem ja. weil dieses intuitive oder ideenbasierte, das kann die Maschine insofern eigentlich nicht leisten. Die kann immer nur nachahmen oder Ja, genau. ausführen. Ich kann sehen, dass du hier eine Mordsgaudi hattest dabei. Ja. Jetzt kommen wir eh gleich zur Webseite. Wow. Stark. Das ist so cool, wie ihr das Buch in so viele verschiedene Medien übertragen habt. In den Film, in die Website, dann das Buch an sich und Ja, und das liefert alles dieses Narrativ, das entwickelt wurde. Hier hat Andreas Lutz noch so einen Binärsound ja. dazu gesteuert und Mario Ilka hat es dann programmiert. Und diese Idee von diesen Freeze-Frames hier wieder zum Leben zu erwecken, ist natürlich auch komplett responsiv, weil du ja nur ein GIF dann ans andere reißt. Ja, und die Dateigröße bleibt ja auch super klein, wenn du nur so Ja, ein genau. dreifarbiges GIF hast. Vielleicht kann der Timmer noch den Link zu der Website in den Chat posten, dann könnt ihr diese Erfahrung mal selber machen, weil der Sound dabei ist auch noch eine ziemlich coole Sache. So, im nächsten Schritt ging es in diesem Buch auch darum, aus vorgefertigten oder existierenden Objekten, wie ich vorher schon sagte, oder Bildern,
ein Grid abzuleiten, wie zum Beispiel, man kennt sie ja von Dürer und so mit diesen Porträts, Mittelachse, Pipapo. Und hier auch interessant, Kandinsky eben als einer der einflussreichsten Bauhausmeister und wurde ja auch Direktor dann irgendwann. Und seine Lehrtätigkeit beinhaltete auch, das ist aus einem alten Buch, aus dem Weingarten Verlag, die sogenannte analytisches Zeichnen, also in seiner Klasse. Man sieht ja hier, tituliert oder datiert auf 1927 oben links ein Stillleben aus, weiß ich nicht, Kanne und Kehricht. Was das? Aus diesem wird dann eben nach unten ein Grid abgeleitet und das wiederum bildet so diesen Rahmen an Abstraktionsfläche. Dass man hier mit dieser empirischen Untersuchung von Visualität oder Prinzipien ganz, ganz stupide eigentlich zu so einer Vorlage kommt, oder wie auf der rechten Seite, die einem eigentlich hilft, mehr oder weniger auf dem Weg zum fertigen oder letztendlichen Kunstwerk, wie hier zum Beispiel mit diesem Faltenwurf, das abgeleitete. Das ist natürlich auch individuell verschieden. Ich glaube, jeder in der Klasse würde jetzt Ja, hier so klar. andere Linien ziehen. Ich habe das auch in verschiedenen Workshops an der Uni in Birmingham und Leeds probiert. Das war dann schon interessant, welche Richtungen die Studenten dann einschlagen. Und auf der rechten Seite hier so dieses Ergebnis zu sehen. Und das habe ich dann hier im nächsten Kapitel eigentlich abgehandelt. Und da kann man natürlich auch jetzt hier die Frage stellen, je nach oder nach Blickwinkel vom Gerstner jetzt, ob das Grid eben ein Programm ist. Also wenn man dieses Grid aufzieht und als System betrachtet, bekommt man ja verschiedene unendliche Möglichkeiten auch der Bespielung. Du kannst ja verschiedene Linien zum Beispiel highlighten oder Binnenformen oder wie auf der rechten Seite. Du kannst ja drei unterschiedliche Grids rausziehen und die übereinander lagern. Und Hey. als Ergebnis bekommt man dann eben eine Schriftart, Wow. wo man unten links das große A, das sind eigentlich immer nur Versalien, E und J oder P und Z lesen kann. Oder am besten, man kann eigentlich gar nichts lesen, aber das war dann für eine Kooperation mit dem Techno-Label Detroit Underground, so eine Reihe, die parallel zum Buch erschienen ist. Und um das Wow. Ganze auch im Analogen zu behalten, war das eine Serie von Tapes, also Kassetten, die dann wieder genutzt wurden. Oder ich sehe mal die Vorschau. Oder Starkes Design. du kannst dann genauso gut hergehen und kannst deine Formen auch mit unterschiedlichen Pattern füllen und diese überdrucken oder was auch immer. Oh, wunderschön. Und man sieht jetzt hier, dass man nicht nur in der Typografie dann eben oder im Signet-Bereich, sondern auch so freie Geometrie dann eben so bedienen kann. Und wenn man die Idee dann erklärt, so diese Schrift oder diese Grafik ist aus dem Tape-Deck abgeleitet, dann macht es auch Sinn, sie auf einem Tape-Jacket zu verwenden. Also das ist so wieder dieser etwas übersteigerte konzeptionelle Wahn, aber funktioniert trotzdem. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie man eben solche Pattern dann erstellen kann im Illustrator. Hier gibt es noch Feedback aus dem Chat. Doris sagt, so ein wunderschönes und interessantes Buch. Das macht so Spaß, das anzusehen. Und ich glaube, ich kann da nur spekulieren, warum mir das so viel Spaß macht, weil das Auge da so viel zu entdecken hat und da so viele Formen sind, die man verbinden kann. Weißt du, man hat irgendwie was zu tun, so. Das Gehirn hat was zu tun, wenn man es anschaut. Das macht richtig Spaß.
Ja, und unter der Voraussetzung, dass das Ganze so ein Werkbuch, das ist auch vom Format her nicht so riesig, das kann ja auch neben dem Rechner immer Ja. liegen. Und du kannst ja, wie ich es vorher schon sagte, ohne programmiertechnischen Background einfach auch für Corporate Designs da loslegen, weil das ganze Prinzip vom Kandinsky kannst du ja auch auf Branding anwenden, um für eine ein Signet, ein Subbrand zu entwickeln, weil dann ist wieder so diese DNA vom Hauptlogo in dem Grid enthalten. Und Stark. Du hast gesagt, du hast da Workshops gegeben. ja, das war während dem Lockdown für Martin Donnelly an Birmingham University. Da gab es dann so eine Reihe, dass verschiedene Leute aus der Praxis eingeladen wurden, teilweise auch aus dem Buch, Thomas Kurper zum Beispiel oder ich. Und dann gab es immer so Projektvorschau im Sinn von Portfolioschau und dann noch eine kleine Arbeitsanleitung. Wie würde das ungefähr aussehen? Bitte? Wie würde das aussehen, so eine Arbeitsanleitung? Naja, du kannst hergehen und kannst sagen, Thema ist irgendwie gridbasierte Schrift und dann zieht jeder los und sucht sich irgendwo ein Grid, ob das jetzt so dieser U-Bahn-Plan von London ist oder irgendwelche Fotos aus dem Flieger von Tokio oder sonst was. Oh, wow. Und aus diesen sehr subjektiv bewerteten Vorlagen entstehen dann auch eben sehr spannende Ergebnisse im Sinne Das von glaube ich. Das klingt total spannend. ja, genau. Das nächste wäre dann hier eben so diese Erstellung von gridgefüllten Formen. Also man geht hier weg von dieser Semantik aus der Typografie hin zu Freiformen, die erstellt werden. Und jede dieser Formen füllt man dann eben mit unterschiedlichen Pattern. Stark. Das sieht dann eben so aus. Und man kann jetzt am einfachsten hergehen und baut sich mal so ein Ding auf. Und Pattern funktionieren ja immer so, wenn ich jetzt hier ein Pattern baue aus, zum Beispiel, wenn ich einen Kreis pattern möchte. Das ist jetzt ein bisschen trocken, aber muss sein. Oh, damit haben wir gar kein Problem. Sowas lieben Haha. wir hier. Ruth sagt auch gerade im Chat, oh, eine Grafik-Challenge-Idee, Design auf vorgegebenem Grid. Ich finde das sehr, sehr spannend, die Idee. Vielleicht hast du mal Lust, mit uns sowas über 3 Tage zu machen, dass wir so eine Ja, Challenge zusammen machen. ja. Da würden bestimmt geniale Sachen bei rauskommen. Ja, bestimmt. So, wenn ich jetzt hier so ein Pattern haben möchte, brauche ich ja immer quadratische Elemente. Also wenn jemand wenn jemand von unseren 5 Zuschauern Oh, das sind mehr als 5, glaub mir. bessere Ideen hat, um sowas umzusetzen, kann der sich gleich melden. Ich meine, Ja. wie ich das Wir kenne. haben Also hier viele Art Direktoren im Chat. man verbindet das Ganze eben so. Das heißt, hier diese in der Fläche befindliche Form ist mein Pattern. Dann bediene ich mal diesen Pathfinder, wandle die Form um, setze diese davor und mache die Schnittmenge. Dann wäre das hier mein Muster, das ich festlegen kann. So, fertig. Jetzt habe ich das Muster hier in der Farbpalette drin. Wenn ich jetzt hier eine Fläche aufziehe und klicke auf mein Muster, habe ich dann eben exakt diese Punkte drin. Und genauso funktioniert es ja hier auch. Du kannst jetzt erstmal frei irgendwelche Formen bauen und dann diese eben in Flächen umwandeln, immer wichtig, weil gerade, also Haarlinien, es
Pattern nicht funktionieren. Dann kann ich schauen, von wo bis wo möchte ich mein Pattern definiert haben. Wenn ich jetzt hier links und rechts im freien Bereich bin, muss ich dieses Element nochmal duplizieren, weil das ist dann mein Begrenzungsrahmen. Dann geht das gleiche Spiel wieder los, dass ich hier diese Fläche umwandle, das davor lege, Schnittmenge berechne. Coole Art zu arbeiten. Und da muss ich es noch füllen, weil sonst wird es nichts. Also das wäre jetzt hier mein Pattern-Modul, das ich dann wieder hier im Musterbereich erstelle. Schimpfte wieder. So. Muster erstellen. Und ich kann jetzt auch hier verschiedene Rasterversatzgeschichten durchgehen, ob das jetzt im horizontalen Versatz ist oder im vertikalen oder eben wie auch immer. Liegt jetzt ganz beim Gestalter. Und dann können wir wieder hierher gehen und verschiedenste Flächen füllen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel dieses drüber lege, dann habe ich schon wieder eine Überlagerung. Oder ich gehe dann in diese anderen rein. Dann komme ich sehr schnell zu den Ergebnissen. Im weiteren Prozess ist dann jetzt interessant, das ist alles nur eine Arbeitssimulation im ersten Schritt. Das Muster muss ich erst umwandeln, um damit weitergehen zu können. Also ich wandle die Flächen um. Das sieht dann erstmal ganz wild aus. Dann gehe ich in Pathfinder unten auf Flächen aufteilen und auf Überlappungen entfernen. Und dann sieht es schon besser aus. Also dann bin ich von diesen modularen Aneinanderreihungen von Pattern wieder hin zu den Linien gekommen, die zwar jetzt hier noch ein paar zu viele Ankerpunkte und Elemente haben, aber wenn ich dann auf Pathfinder vereinheitlichen gehe, Vorführeffekt, dann geht es normalerweise sehr gut. Du könntest da ja auch jetzt Module entfernen oder andere füllen, zusammenfügen. Ja, eben, und du kannst ja dann auch so diese im nächsten Schritt hierher gehen und dann ist zum Beispiel der Bereich dann dein. Das kann ich noch nicht. Das habe ich neulich gelernt, dass man Schnittmasken macht. Aber da bin ich jetzt noch nicht so der Pro. Ich Theoretisch glaube, Komma sieben oder so. kann man dann eins ums andere erweitern. Das sieht ja unglaublich meditativ aus, was du da machst. Ich kann mir vorstellen, dass man sich da einfach mal einen Tag nimmt, Illustrator aufmacht, die Jalousien runterlässt und dann einfach mal so vor sich hinarbeitet. Ja, weil man kommt ja vom einen ins andere Ja, und man kann ja auch nichts falsch machen. durch Tutorials, wenn es irgendwo hakt, kann man sich ja auch selber dann irgendwie einen Schritt weiter bewegen und kommt dann immer zu neuen Ergebnissen, die auch ständig in professionell ins Arbeiten eigentlich mit einfließen, ne? Also du brauchst Ja. ja, du erweiterst ja dann so diesen Skill-Umfang auch im Alltäglichen. Der nächste Schritt wäre dann eigentlich noch die konkrete Entwicklung von Schriftarten, wie jetzt hier dieses vorher zitierte Zentralperspektivenraster, habe ich mal über so ein Bild von der NASA, das Reminiszenz hat an Wim Crowells New Alphabet von 1967. Der war ja auch im Video, der Astronaut. Genau. War die Idee dann eben aus diesem Astronauten eine Schrift
abzuleiten. Das heißt jetzt hier auf der linken Seite oder auf der mittleren Seite der Astronaut, rechts dieses subjektiv erstellte Grid mit unterschiedlichen Elementen. Cool. Und die Idee ist natürlich jetzt auch, wenn ich das habe, soweit, jetzt stehe ich hier und weiß nicht recht und muss dann eben so eine Schrift entwickeln, die auch ein bisschen in die Richtung Space aussieht. Also ich kann jetzt hier unterschiedlichste A's bauen, Ah, ja. je nachdem, was ich sage. Das ist ein A, also das ist jetzt mir so dieses erste A, vielleicht ein bisschen misslungen. Wie cool. Oder ich erstelle dann quasi meine eigenen Regeln. Ich kann sagen, es gefällt mir besser, wenn ich jetzt hier nochmal hochgehe. Und dann bin ich schon eher beim A. Ja, da gibt es ja massenhaft Variationen, die man da jetzt schon auf den ersten Blick erkennen Ja, kann. genau. Und jedes A ist dann eben individuell gestaltet und beinhaltet auch seine eigenen Regeln, die ich dann für alle weiteren Buchstaben auch befolgen muss. Das entwickelt sich dann eben so nach. Das wäre jetzt so dieser Ansatz von A, K, Q, Oh, S stark. in Anlehnung an Wim Crowell, X und Z. Cool. Und Und dann dieses kannst du ganze. ja da gibt es so ein tolles Plugin für Illustrator FontSelf, mit dem du das dann einfach in deine eigene Schrift umwandeln könntest. Ja, genau, das gibt es dann hier auch. Das habe ich dann irgendwo schon mal gemacht. Fensterschrift, Zeichen. Das heißt, Astronaut. Oh, wow, cool. Und dann kannst du eben so diese. Diese Schrift ist jetzt noch nicht 100%, aber du kannst dann eben so deinen eigenen Font bauen. Das ist jetzt mehr so eine, ist auch cool, ist auch mehr Ja. so ein Inline-Font, also Display-Font, aber. Ja, klar, aber ist ja trotzdem, also ich finde es einfach spannend und ich glaube, ja, der Chat ist auch da ganz viel wow. Ich glaube, die haben da jetzt schon Feuer gefangen. Ha. Genau, also man muss sich dann eben so als, die Hürde besteht dann darin, dass man eine Schrift baut, die dann auch eher so dem Thema Space folgt, also No End of Dimensionless, hier zum Beispiel, oder Wow. Good Morning, Dave. Good morning, Dave. The hell. Helmut Das sagt auch genial. ist dann hier so diese Richtung, die dann auch im Buch nochmal erklärt wird. Stark. Und hier sieht man dann eben das Grid in unterschiedliche Module zerlegt und welche Module für jeden Buchstaben dann eben so verwendet werden, um dieses Prinzip der Anleitung nochmal klarer zu machen. Großartig. Und Stefan sagt übrigens, Feuer gefangen, wir brennen lichterloh. Super. Und Ruth sagt, da macht Grafik wieder Spaß, toller Ansatz. Ja, wirklich, ich finde, das hat so einen meditativen, experimentellen, ich kann eigentlich gar keine Fehler machen, Aspekt, der irgendwie total schön ist. Ich glaube, jeden Grafiker ist das einfach ein Zustand von Freude, so zu arbeiten. Ja, oder du kannst ja auch hergehen und kannst es theoretisch mit allem machen. Also das Ja. Ganze in Anwendung war dann zum Beispiel für The Foreign Office ein Free-Font, der auf einer Schraubenmutter basiert. Ne? Die sieht ja an sich so aus, mit sechs Ecken in verschiedenen Größen. Aus der leitet man dann eben ein Grid ab und kann dann explorativ unterschiedliche Lettern, wie zum Beispiel das A, das B oder ein S, eine 2 oder eine 5 erstellen. Oh, Und ist das schick. das Ganze sieht dann eben als komplettes Alphabet so aus, A, B, C, QR in der obersten Zeile Wie und cool. Zeile bis Z und in der untersten Zeile die numerischen. Und daraus gab es dann eben für Detroit Underground auch einen Instagram-Post. Wow.
Wie ist der Name der Schrift? TFO Mutter Fett und Mutter Mager. Cool. Dirk sagt, da kann man ja ein eigenes Typo-Multiversum draus machen. Ja, wirklich. Und Christine sagt, hat eine Frage an dich, Christoph. Hast du das Buch als Kunstdruck oder in einem Verlag rausgebracht? Das ist im Verlag Lars Müller Zürich erschienen und mittlerweile, ich glaube, in der zweiten Auflage erhältlich. Der Link ist irgendwo im Chat. Ja, das kann auch der Tim gleich nochmal nachposten. Ich glaube, da beschenken sich heute einige hier gleich selbst. Wir gehen direkt zum Buchladen ihres Vertrauens nach dem Stream. Oder eine Abwandlung dieser, weil es gibt ja auch so die Möglichkeit, verschiedene Linienstärken oder Linienabschlüsse, wird es rund oder eckig zu machen. Ja. Das ist dieser Albumtitel für Detroit Underground, für Kero's Death, das war ein Reward beim Kickstarter für The Age of Data. Das heißt jetzt Syndrome, wo man jetzt hier quasi diesen Schriftzug einbettet, cool, in das Plattencover oder eine andere ganz einfache Schrift. Übung ist, wenn ich ein 4x4er Raster auf, also ich brauche immer ein Raster, um Schriften zu bauen, haben wir auch vorher gesehen, die Diagonalen eben als Zweitlösung. Und ich schreibe dann hier auch so Detroit, ein E, ein T und ein R. Also hier Detroit Underground. Stark. Das war so eine Werbung. Social Media Post für die Elektronik. Genau, das war so dieser Einblick in das Buch Analog Algorithm hin vom Experimentellen zum Grid, von den Schriften ins Pattern und als das Buch rauskam, eben 2019, gab es dann verschiedene Gespräche mit Kollegen oder Bekannten, weil mich interessiert hat, wie nutzen Sie alle Daten oder algorithmusgetriebene Gestaltungsprozesse in Ihren Arbeiten. Ich habe das Buch dann auch vorgestellt auf dieser Tokame-Konferenz in München, eine Woche vor dem ersten Lockdown. Ja. Und bin dann auch mit Brandon Dawes und Joelle ins Gespräch gekommen. Und somit hat während des Lockdowns eigentlich diese Idee immer mehr Form angenommen für The Age of Data. Als nächstes Buch, das wir uns jetzt gleich anschauen werden. Wow. Die Idee war eigentlich, dass es, wie wir vorher gesehen haben, mit Karl Gerstner, IBM und Vera Molnar, Wim Crowell, dass es immer eine Weile dauert, bis sich so diese Computertechnologien seit Mitte der 60er Jahre also durchsetzen und nicht nur als Ingenieurswerk belächelt werden, sondern dass sie auch im Fortschritt und im Kontext ein neues Kapitel aufmachen können, um wie zum Beispiel hier die Arbeit von Rick Anadol, Quantum Memories. Das ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Tool für Künstler wird, jetzt auch im NFT-Umfeld. Um mit diesem Motiv der Maschine, wie es Anadol hier spielt, dass die Maschine eben Erinnerungen reproduziert, halluziniert und Daten als Pigmente spielt. Das ist eigentlich genau die Umkehr von Vera Molnar, die sich eben vorgestellt hat, ein Computer zu sein. Und hier gibt es Computer, die sich vorstellen, Mensch zu sein. Ah, irre. Das ist so dieser, in meinen Augen, konsequente Schritt. Als nächstes sehen wir diese Kickstarter-Kampagne, die dann lief, weil es war ja eigentlich nur zwingend, ein Buch über Daten zu realisieren mit der Hilfe von Crowdfunding. Vertrieben und herausgebracht wurde das vom Nikli Verlag. Vielen Dank an Markus Braun hier. Genau.
Systems, the hardware, the software around us are constantly changing, and the data becomes a new language between machines. But as humanity, I think we have to learn this language as well. I believe art is a form of expression, form of explanation to really create a common language around these narratives. Where my focus is on exploring the relationship between sound and form. My aim with my work is to enhance the sound with the visual and to heighten the experience of listening to music by creating a symbiosis between the two. This book is a snapshot of what is happening in the field of data-driven design. What new tendencies are appearing on the horizon? Like an elevator, we look at this evolution along the vertical and we see a wide range of variety of disciplines, from graphic design to robotics or immersive experiences that transcend space and time and dissolve boundaries. Data is information. Data is wow, wow. Also ich habe hier auch Unterstützung bekommen von 10th Man in Dublin, von Richard Seabrook, die mir dann geholfen haben, so meine After Effects Skills noch ein bisschen zu verbessern auch. Also ich habe so ungefähr dieses Framework, ist ja auch vom Arbeitsprozess her ganz cool, so mit dem File-Sharing und so weiter. Ja. Um jetzt hier diesen Erklärfilm für den Kickstarter zu realisieren. Es gab dann unterschiedliche. Oh, wow. Unterschiedliche Rewards, die dann eben Schutzumschläge der einzelnen verschiedenen Artists oder diese LP und so weiter. Ich glaube, die Laufzeit dieser Kickstarter-Kampagne war eben nach 4 Tagen. Voll und das glaube ich. Herzlichen Glückwunsch, Wahnsinn. Zu Beginn war die Überlegung, eben so 12 Künstler zu featuren. Am Schluss waren es dann 30 und zuletzt 40. Dann war es natürlich knapp mit den Seiten, weil während der Kampagne auch, wie hier sehen wir gleich, die Anfrage von Joshua Davis. Yeah, I saw the Age of Data Project. I wish I was in it. I wish I was in it because Joelle was in it. One of my current stories, but I wish I was in it. Wir haben das gleich aufgegriffen. Das war Teil eines Live. Instagram-Casts von Joshua und haben das als Teil der Kampagne dann verwendet, weil er eben auch Teil davon sein wollte mit Hashtag Wish I Was In It. Und gab es dann hier eine ja doch ziemlich umfangreiche Auswahl an Designern aus den
aus den verschiedensten Bereichen, sei es jetzt eben hier so Special Installations oder kinetische Arbeiten, generative Geschichten, postdigitale, also unterschiedlichste, wie eine Momentaufnahme, was gerade eben, wie es Tina schon gesagt hat, was momentan eben los ist, dass man sich auf diese Ästhetik und Kreativität so einer neuen Generation eben von gestaltet und die jetzt so diesen ersten möglichen Schritt wagen, algorithmusgestützte Werkzeuge eben einzusetzen und oder auch hybride Ansätze und was dabei dann eben rauskommt. Im Buch sieht es dann eben so aus, wie hier dieses russische Kollektiv Q-Flex im Detroit Underground Kosmos, die eben eine Symbiose aus menschlichem Körper erweitern mit biomorphen Projektionen, die sehr interessant aussehen, oder der Berliner Ingenieur Andreas Lutz versucht eben mit Soft Takeover so eine kinetische Maschine als autonomes, selbstbewusstes Wesen zu etablieren, das zum Besucher dann Botschaften sendet. Hier sehen wir so eine Aufstellung der einzelnen Morse-Codes sozusagen. Oh. Eine Verbindung aus Thomas Kurper und Andreas Filström zeigen semantische Maschineninterpretationen, bei denen eben die CPU immer die Typografieentwürfe von Thomas Kurper interpretiert. Oder es gibt auch verschiedene Interviews im Buch, eins davon mit David Sheldon Hicks, dem Gründer von Territory Studio, der in dem Beitrag The Narrative of a Tangible AI meint, dass die physikalische Welt eben mit dem Digitalen zu überlagern der nächste Paradigmenwechsel sein wird. Und wir sehen jetzt hier auch schon die Hauptaufgabe, mit welcher man sich auch beschäftigen muss, um diese unterschiedlichen Arbeiten in ein durchgängiges Layout, also in ein visuelles Vehikel zu packen und damit über 400 Seiten fahren zu können. Und der Layout Raster darf dann eben nicht zu dominant sein. Ja. Muss noch irgendwie eine Story erzählen. Und das Wichtigste ist, er muss super flexibel einsetzbar sein, ja. um diese unterschiedlichen, ja, da gibt es ja Skizzen und fertige Doppelseiter, dem allem muss der gerecht werden. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellt, also ein Satzspiegel auf der Doppelseite mit den Begrenzungen hier, bin ich folgendermaßen vorgegangen, eben so die einzelnen Seiten konsequent in einem offenen Grid zu befüllen. Also ich beginne immer oben Ecke links mit dem ersten Bild, Skalierung flexibel, und fülle das dann in Schritt 1, 2, 3 eben voll, bis, also wie wenn es der Rechner so ganz primitiv tun würde, das ist eine Simulation. Und ich habe dann eben einen Teppich aus Bildinformation, der überhaupt nicht gestaltet ist, weil der Inhalt der Bilder ist ja genug gestaltet. Das sind ja lauter Abbildungen von Kunstwerken. Und die Idee war dann, wenn ich das jetzt als exemplarische Bildebene einer Doppelseite begreife, wird der Text unter Nichtbeachtung dieses Bildteppichs in drei Spalten pro Seite darüber gelegt. Also ich habe dann so den Text wie so eine Metaebene, der eigentlich nur sekundär Informationen liefert. Und wenn man von oben nach unten geht, war die Idee, dass man diesen Spaltenversatz mit jeder weiteren Seite um eins weiterrückt. Also dass
dass der Text reduziert ist auf zwei Spalten pro Doppelseite und die Position dieser Spalten meandert dann an den drei Vertikallinien von links nach rechts über das Kapitel hinweg, fängt dann wieder von vorne an, wie so eine Begleitung des Leseflusses. Mhm, sehr cool. Du hast vorhin gesagt, die Größe des Rasters ist frei skalierbar. Hast du dich jetzt auf dieses Grid eingeschossen? War das das, womit du dann am Ende dich festgelegt hast? Oder hast du tatsächlich bei jedem Künstler die Bilder anders skaliert? Das heißt, war das Grid immer unterschiedlich groß? Nee, das Grid, das war immer gleich. Mhm, okay. Warte, ich reduziere. Also das ist jetzt die Situation bei einem Interview zum Beispiel. Das passt jetzt eher weniger. Also ich sehe hier beim Intro diese drei Spalten, die ganz gefüllt sind, und dann geht's los. Linke Spalte, mittlere Spalte, rechte Spalte. Wow. Und dadurch ist eben gewährleistet, dass das Ganze nie gleich aussieht. Ja. Weil ich fülle eben den ganzen Bildraum, bis er leer ist, ne, dann ist es leer. Und ich fülle einfach jede Seite komplett mit dem Bildmaterial. Projekt ist Ego von Studio Drift. Sehr cool. Ein starkes Modul. Und ich kann eben hier auch vermischen zwischen Behind the Scenes, Stellungen, wie sieht eine Probe aus, was waren diese Tests auch für diese Nylon-Konstruktion. Und am Schluss geht man dann schon in das fertige Projekt, und die letzte Seite eines Kapitels ist dann eben so ein Full Bleed von so einem Beauty Shot. Stark, wow. Und das ist eigentlich so das Prinzip des ganzen Buchs, dass jedes Projekt zumindest 10 Seiten bekommt und auch dem Leser so diese Möglichkeit gibt, den Gedankengang des Künstlers nachzuverfolgen, weil es von Anfang an über die Beschreibung einer Idee geht, die Schwierigkeiten oder Überraschungen beim Umsetzen und die Techniken, mit denen eben das Projekt dann realisiert wurde. Und genauso gibt es dann auch Doppelseiten pro Projekt. Ja, genau, die Schrift ist die DIN, weil ich das auch ganz interessant finde, so eine technisch anmutende Schrift, die aber noch Zitate aus dem Bleisatz beinhalten, ne? Weil durch diese Rundungen, wem es jemals aufgefallen ist, zitiert man eigentlich so diese Modulierung der Gussformen im Bleisatz, weil ich hatte ja damals eben nur so ein Metallstichel oder Kratzer, mit dem ich die Formen aus dem, was war denn das? War das, keine Ahnung, irgendein Metall, Zinn vielleicht, wo das dann gegossen wurde. Und durch diese Eingravierung hatte ich ja diese Behinderung durch das Werkzeug an sich, eben, dass ich durch das Schaben eben immer nur Rundungen am Eck bekommen konnte und keine wie aus dem Desktop bekannten 90-Grad-Ecken. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, wenn man dieses Prinzip auch verfolgt, ein Buch über Daten zu machen. Ja. Dass man dem Druck
also dem Publishing und der Drucktechnik auch noch ein bisschen Tribut zahlen. Mhm. Wenn man jetzt hier zum Beispiel das nächste Projekt aus dem Buch Daitoma Nabe Electric Stimulus anschauen, wie das hier im Buch aussieht und wie das Projekt an sich aussieht. Diese Performance verändert menschliche Gesichtszüge durch Klang, also durch Sound. Und möglich wird das Ganze durch Einsatz von Sensoren, die eben hier angeklebt werden und die Gesichtsmuskeln dann zucken lassen. Spannend. Live-Performance sieht im was auch interessant ist, hier ist eine Herangehensweise, dass das Ganze so DIY-mäßig aussieht, eben, also nicht geschönt, also hier ist nichts seamless, hier sind einfach Kabel aufgeklebt und er will quasi hinterfragen, wie kann eine Maschine, also dieser Pseudo-Cyborg hier, ein perfektes Lächeln nennt er es, simulieren, aber nie wie Lächeln aussehen wird. Ne? Also ja. Er wollte dann deswegen auch gar nicht so diese Kabel und den Code verstecken, sondern er zelebriert quasi diese Ästhetik und konzentriert sich darauf, was dabei passiert. Die sehen schon aus wie Maschinen, wenn sie so zucken. Ja. Also man kann das auch mit so einer ganzen Golem-Stereotypie in Verbindung bringen. Und während das Electric Stimulus so ein mechanischer Ansatz ist, geht er hier in Morphcore einen Schritt weiter. Und das ist jetzt ein Experiment zur synthetischen, also invasiven Körpersteuerung über Gehirnparameter. Das stellt jetzt ihn dar in einer Tanzpose. Wow. Und letzten Endes ist das Ganze ein Prototyp, wo der Tanz mit Hilfe von Entschlüsselung der Gehirnparameter Bewegungen in der Animation vollführt und Geräusche und Störungen werden dann quasi zu ablenken, denke ich. Gedanken. Oh, wow. Das ist ja total genial. Was für eine coole Idee. Im Grunde, wenn sein Körper Gehirnströmungen wäre. Ja. Und dieses Projekt dann eben als Doppelseite sieht dann. Weil für Daitoma Nabe gab es ein ganzes Kapitel mit 16 Seiten. Yeah. Und dieses Projekt gab es dann auf einer Doppelseite. Und hier sieht man auch wieder ganz schön diese vorher festgelegten Parameter, die Befüllung des Freiraums links durch die Bilder in freier Skalierung. Cool. Rechts dann eben Fokus auf einer Tanzpose und die Position der Textspalten dann eben im Fortlauf an Stelle 2. Also das ergibt dann ein sehr, sehr technisch erklärtes Layout-Prinzip, welches aber dann auch genug Freiraum lässt, um Gewichtungen auch zu machen. Ich mag auch diese kleinen Vierecke, die du da als Platzhalter für diese Zeilen eingefügt hast, was das Ganze noch so ein bisschen dieses Grid durchscheinen lässt, was er vorhanden ist. Ja, genau, das war noch so eine, um diesen Bogen auch zu Analog Algorithm zu spannen, so das war diese Idee, wie damals mit diesen Nadeldruckern, dass der Text eben so wie mit einem Epson-Nadeldrucker auch auf so Endlospapier ausgedruckt werden kann, das ja am Rand diese Perforierung hat mit diesen ganzen Löchern, das war so dieses Zitat. Und so diese ersten, wie wir vorher auch schon sagten, das Ingenieurige, die ersten Computergrafiken
waren ja mehr in so einem wissenschaftlichen Kontext oder universitären Kontext. Und die ganzen Künstler, die eine Connection eben hatten zur Concrete Art, wo dieses, nach Max Bill, auch dieses mathematische, geometrische, weniger emotionale Thema transportiert wird, das fand ich auch ganz interessant als nächsten Schritt, so diese Historie. Also hier sehen wir von Edward Zajcek ein Beispiel, Diagonale Weiß, wo er zunächst eben mit Skizzen arbeitete und ein Programm entwickelte, das dann an der Universität in Triest gezeigt wurde. Die ganzen Informationen sind auf Atari Archives eben zu sehen. Und Idee war dann eben so, dass diese Monotonie der manuellen Aufgabe und die begrenzte Anzahl von Variationen, weil das war ja dasselbe mit Karl Gerstner, der ja seine Farbflächenbilder von einem Assistenten dann eben mit Sprühlack umsetzen ließ, um möglichst nah an der Perfektion eines Rechners eben zu sein. Und wie Zajcek hier schreibt, die Monotonie der manuellen Aufgabe und die begrenzte Anzahl von Variationen, die ich in einer bestimmten Zeit erstellen konnte, machten mir die Unzulänglichkeit der traditionellen Methode im Umgang mit unserer heutigen Realität bewusst. Also er meinte, wenn ich einen Computer einsetze, generiert der mir in einem Bruchteil eben der Zeit Unendlichkeiten an Möglichkeiten. Und hier sehen wir auch nochmal, one of the principles of early computer art was die systematische Verwendung des Zufalls. Mhm. Und Vera Molnar auch zum Beispiel wollte dadurch auch neue visuelle Bereiche betreten. Genauso wie François Morellet auch hier diese Zufälligkeiten betonte. Und bevor der Computer in Erscheinung trat, gab es eben keine Möglichkeit oder wenig Möglichkeiten, Zufallsparameter zu generieren. Also anders als mit so Blockchain-Hashes heutzutage. Was sich aber formierte im Zeitraum, das ist jetzt auch sehr geschichtlicher Einblick, wen es interessiert, der kann sich damit genauer beschäftigen. Im Zeitraum 61 bis 73 wurde in Zagreb, Kroatien, 5 internationale Ausstellungen unter dem Titel Neue Tendenzen organisiert. Hier waren auch mit von der Partie Karl Gerstner und Vera Molnar, Werner Franke. Was eigentlich so hier diese Avantgarde der 1960er, 70er Jahre betonte. Ich habe mir das selber mal, weil es mich interessiert, aufgezeichnet als jetzt subjektiv empfundenes Diagramm. Wenn wir hier von oben in der konkreten Kunst starten, Zeitstrahl rechts, diese verschiedenen Einflüsse hier, Hard Edge, Ellsworth Kelly, Kinetic Art, Pop Art, Op Art, Fluxus, eben dieser Zufall, Joseph Beuys und die Kunstbegriffsdefinition, Neodadaismus, was alles geschultert wird von diesen neuen Tendenzen. Also hier findet man ziemlich viele Informationen, um das Gesamtpaket dann eben. Sehr spannend. Und jetzt gehen wir gleich wieder in Animationsdinge, auch um diese neue Kombinationen von Formen, die noch nie gesehen wurden, weder in Natur oder Museum, braucht man eben diese Randomness, genauso wie bei Joshua Davis. Wow. Ich hatte ein ist das Interview. Ist das auch soundbasiert? Ja, das ist auch eine Soundkooperation mit Ben Lucas Boysen und Joshua Davis auf Super Rare erhältlich, The Void 07 bis 03. Ich hatte mit Joshua Davis fürs Buch
auch ein Interview. Na, wo ist er jetzt? Ha, also viele, sind einfach zu viele. Zum Glück gibt es das Buch. Ich habe mich mit ihm unterhalten. Hier sehen wir auch so Hintergründe. High-Res-Druck von diesen generierten Images. Ich wollte mich mit Joshua Davis über die Zeit auch unterhalten, während das Buch entstand. Lockdown, keine Ausstellungsmöglichkeiten für Künstler, keine Auftrittsmöglichkeiten für Drucks. Wir haben uns dann über NFTs unterhalten. Und hier sieht man auch so diese Überlagerungsästhetik der Doppelseiten, eben vollflächig diese Bilder, denen nichts weggenommen wird bis zum Rand, überlagert mit den Spalten. Man muss das Ganze auch nicht so eng sehen, weil hier auch die Möglichkeit besteht, dass ich mal spaltenübergreifend arbeite. Also es sind ja immer nur Regeln im Sinne von Ratschlägen. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Man muss dann eben als Gestalter auch immer schauen, wo sieht es gut aus und was brauche ich, das besser aussieht. Und wir haben uns dann unterhalten über das Aufkommen der NFTs zu dieser Zeit, die ihm auch oder vielen anderen digitalen Künstlern geholfen haben, über diese Zeit des Lockdowns eben hinwegzukommen, plus seine Arbeitsweise. Meinst du? Ja, genau. Und plus seine Arbeitsweise, die auch ihn so zum Kurator seiner eigenen Arbeit macht, wenn er einen Output hat von eben so 2.000 bis 4.000 Bilder, die er dann selbst auswählt und entscheidet, welche dann im nächsten Schritt als NFT weiter Verwendung finden. Hier sehen wir ganz schön ein Projekt von Paul McNeil und Hamish Schmuyer, ein I-94-Cover. Das beginnt jetzt auch hier von den ersten Skizzen und Überlagerungsprinzipien bis hin zu den fertigen Cover-Entwürfen. Das war so ein Projekt, wo das iMagazin die komplette Auflage, jedes Exemplar mit einem eigenen Cover, das aus dieser Generierungsprinzip-Idee von... Das ist ja genial. Und das war machbar? Das konnte man umsetzen? Ja, das war schon vor einiger Zeit machbar. Das ist schon ein paar Jahre. Stark. Dann das nächste ist zum Beispiel Seoul Hemong-Projekt von Refik Anadol. Es gibt demnächst übrigens irgendwann im Oktober ein Twitter Spaces, Eigenwerbung mit Ian Anderson, Refik Anadol und mir, wo wir darüber reden, welche Möglichkeiten es gibt, diese datenbasierte Kunst auf Architektur und entsprechend Metaverse anzuwenden. Hier beschreibt die Stadt eben als lebendiges Wesen, ein sich ständig veränderndes Ganzes, indem er auch wieder ein Bildarchiv, das wir unten rechts sehen, als Projektionsgrundlage verwendet, um dieses Gebäude auch wieder träumen zu lassen. Mhm. Ein weiteres Beispiel sind Field Systems, das IBM-Projekt, wo wir auch verschiedene Tests und Approaches sehen. Dann großformatige Drucke noch von Brandon Dawes, eine Video-Performance von Joel. Und jetzt müssen wir uns eben sie sputen. Eine Geschichte gibt es noch. Das Buch hat eben auch den Druckprozess unterstreichenden Spine, der offen ist. Ja. Halt mal noch ein bisschen länger, genau. Jetzt hat Tim dich im Vollbild. Jetzt können es alle sehen. Also jeder Druck... Selbst das sieht ja aus wie Data. Ja, und es hat auch bestimmte Glitches, weil die Cool. Toleranz der Buchbindung
doch nicht 100% ist. Deswegen sieht es auch ziemlich cool aus in dem Tag. Kontext. Und wir sehen hier so diese 400 Seiten, welche in 25 Druckbögen eben gefaltet und geschnitten werden. Und die Idee war dann eben so auf jedem Bug eines Bogens einen Streifen aus der Typografie zu drucken. Ne? Das ist ja irre. Und jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie das funktioniert. Ja, bitte. Das ist jetzt nur exemplarisch, also ich habe diese Schriftart hier. Und um das Ganze drucktechnisch zu verstehen, ist so, dass jeder Druckbogen eben größer ist und 1, 2, 3, 4 Doppelseiten auf jeder Seite beinhaltet, vorne und hinten. Also sprechen wir hier von 2, 4, 6, 8, 16 Seiten. Die werden bedruckt. Dann wird das Ganze hier geschnitten. Und vom Prinzip her werden diese Seiten dann in einer bestimmten Reihenfolge ineinander geschachtelt, wobei eine dann ganz außen ist und ein Fragment dieses Schriftzugs beinhaltet, bevor es dann eben, wie wir gerade gesehen haben, als Buchrücken eingenäht wird. Ne? Und Arbeit war jetzt folgende, so diese fünf, sind jetzt eben nicht 25, aber einige, diese einzelnen Slices dann hier aufzubereiten, die dann von der Druckvorstufe freundlicherweise richtig angeordnet. Ja. Vom Prinzip her eigentlich nicht so schwierig. Man verwendet dann eben einen Streifen pro Bogen und würde dann folgendermaßen vorgehen, eine Einheit zu bilden. Und in diesem Sinn wieder die Schnittmenge mit dem Pathfinder umzuwandeln. Und man kann sich jetzt vorstellen, wie das Ganze dann im weiteren Schritt Prozedere passieren wird. Wobei ich dann so diesen Teil nehmen werde und gehe dann jetzt davon aus, das ist die äußerste Seite. Dann wird der natürlich viel genauer, was ich jetzt hier das Ganze fabriziere, wird genau an dieser Stelle, wo dann letztendlich der äußere Bug ist, ein Streifen eingesetzt. So. Zusätzlich dann eben zu den ganzen anderen drucktechnischen Maßnahmen, die noch vollführt werden müssen. Das ist eine geniale Idee. Aber das ist nicht unbedingt die Seite mit dem Textausschnitt, ist nicht unbedingt die Seite fürs nächste Kapitel, oder? Also das ist einfach nur da, wo das ist. Nee, das ist im Fortlauf, dass du immer so Seite 1 bis 16 ist der erste Druckbogen, egal. Also die Kapitel, die sind dann auch eben Druckbogen übergreifen, dass zum Beispiel Refik Anadol bei Seite 14 losgeht und bis Seite 20, was weiß ich, weiterläuft. Also befindet sich, weil sonst wäre es ja noch zu krass, auch vom Aufbau her, weil, wie ich schon beschrieben habe, diese Anzahl an Künstlern, die dann letzten Endes doch 40 waren, das Buch hat dann kein Outro mehr, da gibt es noch eine Seite, wo noch die Credits draufstehen und dann ist eigentlich aus, weil eben so diese Content, diese Fülle an Content so dicht war und kein Freiraum mehr gelassen hat. Ja, aber auch, ja, was du gesagt hast, dieser Glitch-Effekt, dadurch, dass es ja auch am Ende eine manuelle Produktion ist sehr cool. So, ne, das ist nochmal so eine Meta-Ebene von
wo das Konzept nochmal so reinspielt. Stark ist das. Eine tolle Idee. Das war die Idee von Markus Braun, dem Leiter der von Nigli Braun Publishing. Und ja, recht gut. Was hattest du für ein Gefühl, als du das erste Mal das in der Hand gehalten hast und konntest das sehen? Ja, was mich geflasht hat, das war dieser Druckvorstufenprozess, weil wir haben uns dafür entschieden, ein offenes Papier zu verwenden, also kein gestrichenes, weil das offene Papier eine ganz andere Haptik, also viel manuell analoger auch hat. Und im Druckprozess mit dieser UV-Härtung wurde aber vermieden, dass das bei dunklen Tönen eben zuläuft. Und es gibt dann Projekte wie zum Beispiel Peter Esseni, der die Mondlandung als Stereogramm-Rendering drin hat, die ganz feine Linien im Dunklen oder Schwarzen sind. Und trotz dieser Papierqualität, also diese offene Qualität, eben Haarlinien sichtbar sind. Also das war schon erstaunlich, was da drucktechnisch erreicht werden konnte. Cool. Genau. Ich würde mal ein bisschen Feedback geben von dem, was hier im Chat so erzählt wird. Die Ruth sagt nämlich, ich glaube, das ist für mich ein prägender Moment in meinem Grafikdesign-Leben. Dankeschön. Und Tim sagt, das ist der helle Wahnsinn. Ruth sagt noch, tolle Perspektive, wo es ja gerade überall über den Effekt von Artificial Intelligence Art diskutiert wird. Da kommt das ja auch alles mit rein. Ruth sagt noch, Text- und Bildraster unabhängig zu machen, gibt ja ganz neue Freiheiten. Mein Gehirn öffnet sich gerade für neue Sphären. Ja. Und Stefan sagt, hier sind alle geflasht und berauscht. Doris sagt, ich bin hin und weg. Christine sagt, mega. Und Ruth sagt noch, mein nächster Kunde wird solche experimentellen Ideen mal ausbaden müssen. und ja, da, also ist ganz viel Begeisterung. Genial, steht da, mega, faszinierend, alles wow, sagt Helmut. Und ich bin auch ganz fasziniert. Das ist ja unglaublich inspirierend, was ihr da macht. Irre. Okay. Ja, vielen Dank, das freut mich sehr. Hier nochmal jeder schnell Handy hinhalten. Ja. Screenshot machen. Eine digitale Doppelung. Und ja, ich bin soweit. Durch, zeitlich auch. Sehr cool. Passend und vielleicht gibt es demnächst nochmal einen Talk, können wir mal arrangieren, wo dieses Prinzip von Analog Algorithm und das Age of Data auf Detroit Underground im speziellen Covergestaltung, Typografie und Bildgebung durchgespielt wird. Ah, unbedingt, Christoph, wenn du dafür offen bist. Hier war, da war ganz großer Sturm im Chat, alle wollten unbedingt mal sowas ausprobieren und zu sehen, wie du das gemacht hast, das war, also uns hat es heute wirklich die Hirnrinde freigeblasen. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Man kennt ja die Tools, wir kennen ja alle Illustrator und InDesign, aber die Art und Weise, wie du es benutzt, war wirklich inspirierend, faszinierend. Und ich glaube, es juckt uns allen jetzt unter den Fingernägeln, gleich selber mal an die Software ranzugehen und das alles auszuprobieren. Das war sehr, sehr cool. Ja, und das gut ist auch von diesen Prinzipien, dass man nicht immer so auf diese allerneueste Version mit den Tricks, sondern hier arbeiten wir tatsächlich auf Basisniveau. Fundamenten, ja. Lernen erstmal verstehen, Gestaltung an sich zu praktizieren und dann auch eben zu validieren. Also welche Ergebnisse, wie Gersten eben sagte, innerhalb des Programms, welche mir das Programm anbietet, auch Sinn machen und welche nicht. Also diese Gehirnübung ist eigentlich auch ganz interessant. Ja, ich glaube auch, dass das eine Gehirnübung ist, weil ich glaube auch, gerade was du vorhin gesagt hast, dass der Computer einem ja die Möglichkeit gibt, auch mal so in random Formen zu denken. So als Mensch hat man ja immer die Tendenz, irgendwo überall Muster zu sehen. Und ich glaube, es ist richtig schwer, mit etwas vorzukommen, was random ist. Also sich was auszudenken, was random ist. Ja, und von dort aus dann wieder so die nächste Stufe zu erreichen. Das ist eigentlich sehr, sehr inspirierender Prozess. Ja, fast spirituell, würde ich sagen. Ich glaube, was wir heute alle mitnehmen, ist, dass wir uns unbedingt nochmal Stanley Kubricks Odyssee im Weltraum angucken, dass wir uns unbedingt deine Bücher besorgen, weil ich kann mir vorstellen, dass
Das ist einfach, da muss man sich mal am Wochenende hinsetzen und das mal alles auf sich wirken lassen. Da sind so viele coole, inspirierende Ideen drin. Übrigens, Leute, im Chat eine Side-Note am Rande. Tina Thuli hat jetzt einen Workshop auf Discord, falls euch das interessiert, was die Künstler da selber so gemacht haben in Christophs Buch. Das Ganze visuell überhaupt zu erstellen, ist ja auch nochmal so eine ganze Kiste an Kreativität. Ihr Und kommt noch. bei Tina ist ja auch interessant, weil sie so der Missing Link quasi ist zwischen digital und analog, Ja. ganzen Farbeimern Ja. und keine Ahnung, und das Tinte ganze und Seife und Eis und Wasser. 3D oder Illustrator dann auch weiter zu deklinieren, wie so genau diese Beispiele auch im Buch dann sind, für diese Adobe Illustrator Plakatkampagne und so. Ja, die Sehr. 30 Jahre Illustrator, genau. Ja, genau. Christine sagt noch Danke, das war heute mal was völlig anderes und hat mir riesen Spaß gemacht. Mir übrigens auch. Noch als kurzen Hinweis für euch im Chat: Nächste Woche geht es natürlich hier weiter. Am Montag kommt Klaus Schwinski zurück zu uns. Am Dienstag geht es um High-End-Porträtretusche mit Sophie Kietzmann und Sophia Emmerich. Und am Mittwoch geht es um Animation. Aber Christoph, wir würden gerne, ganz, ganz, ganz gerne auf dein Angebot zurückkommen und uns das nochmal genauer angucken, was du da mit der Schrift, mit dem Detroit Underground gemacht hast. Da ging hier ein Vibe durch den Chat, da war sofort, oh, das ist ja eine super Challenge, mit Grids von etwas komplett anderem ein Grid zu erstellen. Das kann ja, wie du gesagt hast, jedes Bild, jedes Foto, jeder Gullideckel sein und wohin das führen kann, ist ja unglaublich spannend. Ja, sehr schön. Also dann vielen Dank Danke und dir, Christoph. Hier noch von Doris ganz herzlichen Dank, Christoph und Julia, für den super Stream. Stefan sagt La Ola für euch, La Ola für dich, Christoph. Das war fantastisch. Ich danke dir ganz herzlich. Das war unglaublich inspirierend und ich glaube, ich werde mich jetzt auf jeden Fall als nächstes an Illustrator ransetzen und ein bisschen weben lernen. Helmut sagt noch ganz großen Dank für diese Inspiration. Applaus, Applaus, Applaus. Also, das war wirklich super heute. Vielen Dank, freut mich sehr und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke dir, Christoph. Ihr Lieben, macht's gut, einen schönen Tag und wir sehen uns am nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschüss. Yeah.